Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PixARK Staffel 2. Ja, in der letzten Folge haben wir hier schön diese Glasfenster und Glastür eingebaut. Natürlich noch ein paar mehr Fenster im Haus. Und ja, in dieser Folge möchte ich gerne noch ein paar mehr Glassachen holen. Natürlich kommen hier wieder die los an, wenn ich mal nur irgendwo hinschaue. Okay, ich gehe zur Hintertür. Ich gehe erstmal zur Hintertür wieder rein. Bleib draußen, dummes Mistvieh. Ach, man kann sich sogar in die Fenster stellen. Ist die Tür zu? Die Tür ist zu. Gut. Das sieht man bei diesen Glastüren immer so schlecht. So, ich will mir ganz schnell noch ein Schwert bauen. Und ein bisschen Rüstung hier. Ich sollte mir echt noch mehr Kupfer holen. Mir fehlt Leder. Mir fehlt echt Leder nur eigentlich, hauptsächlich. Okay, wieso sind da überhaupt zweimal Speere auch gewesen? Ich verstehe es nicht ganz. So, erstmal schnell ein bisschen Rüstung anziehen. Wir hatten noch nicht mal Schuhe. Ernsthaft? Oder sind die kaputt gegangen gewesen? Ich weiß nicht. Wer weiß das schon? So sehen wir jetzt also aus. Schön. So, ja, wir wollten aber noch mehr Rüstung dann haben. Wie sieht denn das Schwert eigentlich denn aus? Ach, das ist ja auch cool. Ein Pixack mit dem Schwert kämpfen. Oh, wir können unsere eigenen Strukturen zerstören. Das ist nicht so gut, aber. Oh. Hey, das ist ein Kojote. Oh, Level 52. Wir machen Blutungsschaden, wie es aussieht. Na gut, komm, bauen wir jetzt erstmal schnell was ab. Wir brauchen schließlich Leder für noch mehr Rüstungsteile. Und dann möchte ich noch mal ein bisschen auf Erkundungstour gehen, mir Sand mitnehmen überall. Und in der Zeit wird es dann hoffentlich Tag. Das hoffen wir alle mal. So, vielleicht sehen wir auch bald mal Petrano drin. Das wäre auch mal nicht schlecht. Wir müssen auf jeden Fall bald mal ordentlich Dinos zähmen, jetzt wo wir unser schönes Haus haben. Aber ich will das Haus noch ein bisschen ausbauen, bevor wir das machen. Ja, wenn du einfach in meinen Kampf läufst hier. Ich meine, ins Abbauen läufst. Hast du davon, Parasaur? Natürlich. Hab ich dich. Ha. Dinos werden immer weniger ein Problem, wenn ich das mit meinem Schwert mache. Die sind so schnell platt, die Viecher. Oh, der hat was gedroppt. Dilo-Gift. Cool. Ich baue das erstmal ab und dann mache ich meinen Level ab hier noch. So. Lauf mir weh, du läufst hier rein. Oh Mann. Ich hasse das. Wann greifen Paras eigentlich an? Das ist eigentlich nicht so. Bei Paras, jedenfalls in Ark, ist das nicht so. Ich habe auch gar nicht mehr gewusst, dass die hier angreifen. Im Pix-Ark, das ist ja was. So, hier. Na stimmt. Können wir gleich auch ein bisschen Holz wieder mitnehmen und so. So, da werden wir doch ordentlich nochmal Rüstung bauen können, bis uns unser Eisen alle geht. Kupfer war's. Dann, wie viel Gewicht haben wir eigentlich? 300. Ja, komm. So. Ich werde jetzt aber erstmal unsere ganzen Erdblöcke irgendwo ablegen. Ich glaube, die werde ich hier hinten bei der Schmiede ablegen, die Erdblöcke. Das sind einfach zu viele Erdblöcke hier. Ein Stack behalte ich mal. Ton kann ich hier lassen noch mit. Ein bisschen was können wir hier noch ablegen von dem Zeug. Baublöcke brauchen wir jetzt nicht so. Kann ich wenigstens eine Hose bauen oder sowas? Nein, kann ich nicht. Schade. Bräuchte mir einen Waren mehr.
Dann baue ich mir Handschuhe. So, die liegen noch da drin, die Handschuhe. So, die Handschuhe. Bitte sehr. Habe ich nicht Tag- und Nachtrhythmus sogar schneller eingestellt, dass der Tag schneller kommt? Eigentlich. Es wirkt auf mich einfach nicht so, als würde es schneller gehen. Hat der Sumpffieber? Der hat nicht Sumpffieber, oder? Oder was ist mit dem los? Was ist mit dem Para? Wo gibt's eigentlich nochmal Sand? Da mehr. Was ist das? Was bist du? Bist du ein Loot Drop? Oh, da ist ein Angler. Hallo, Angler. Pfff. Denken die echte Kombi hoch. Das schwimmt da hinten. Das ist ein Rochen. Cool. Naja, gut. Ich habe da keine Lust dahin zu schwimmen. Mit den Viechern, die da rumgeistern. Oh, sieht schon cool aus, wie wir hier so rennen können. Haben die gut gemacht, auf jeden Fall. Doch, wieso gibt es jetzt hier so viele Viecher, die dieses Glühen drum haben? Sieht mir so aus, als hätten die irgendeine Krankheit. Also hier ist mein Kupfer. Meine schöne Kupfermine. Und Kohle gab es hier ja auch massig. Das war der Kupferkohleberg, genau. Oh Mann, hier ist noch mehr Kupfer. Ich dachte, das wäre nur die eine Seite, aber nö, hier ist noch mehr. Was ist das? Das ist ja massig, Erze hier. Grasland Petran und dann ist das also cool. Vor allem das mit den Varianten, das finde ich wirklich sehr, sehr toll, was sie hier gemacht haben in PixArk. Wie lange brauche ich eigentlich jetzt mit einer Kupferspitzhacke, um das abzubauen? Oh ja, das geht schnell. Kupferfarmen kein Problem mehr. Coole Farmen auch. Also. Das ist wirklich wundervoll. Nehmen wir gleich mal ein bisschen Kupfer mit. Aber ich würde immer noch gerne wissen, wo es Sand hier nochmal gibt. Das habe ich jetzt schon wieder komplett vergessen, wo es den Sand gab. Seit dem letzten Mal, als ich wirklich aufgenommen habe. War das unter Wasser oder wo war das? In Wüsten ist klar, dass das... Hier gibt es Sand! Ah, jetzt weiß ich, wo ich den Sand her habe. Gut. Schön. Dann nehmen wir uns doch gleich mal wieder einiges an Sand mit. So viel wie es geht, würde ich sagen. Dass wir auch ja genug Glas haben für unser ganzes Haus. Da ist Erde drunter, schön. Oh, jetzt kommt hier Wasser rein. Aber das ist ja eigentlich nicht so schlimm. So, wie lange braucht man eigentlich, um hier Steine abzubauen? 2 Schläge. Oh, da ist wieder Kohle. Kohlemine heißt das schon. Das jetzt habe ich gar nicht mal den Ausgang mehr gesehen vor lauter Kohle hier überall. Hier ist noch mehr Glas. Sand natürlich. Es wird zu Glas. Schick, schick, schick. Aber wir brauchen trotzdem bald mal irgendwas zum Fliegen. Sonst gehen nämlich die Ressourcen hier noch irgendwann aus. Das ist ja nicht so schön sonst. Das ist Erde, oder? Ja, das ist Erde. Warte mal. Wir kriegen 3 Erdblöcke aus einem Erdblock. Das ist schon irgendwie als Cheaten, würde ich sagen. Das ist mehr, als eigentlich rumsteht. Also, wir erschaffen sozusagen Blöcke aus dem Nichts. Indem wir einfach auf die Blöcke, auf einen von diesen Blöcken schlagen, die in der freien Natur rumstehen.
Schön zu wissen, also, ja. Oh, ich trage zu viel. Ich trage jetzt schon zu viel. Ich kann nicht mehr hüpfen. Das macht das aus, wenn man zu viel trägt. Okay. Schmeiße ich lieber die Erde weg, die wir genug haben eigentlich, also. Oh. Schnell, bevor uns der Kugelfisch bemerkt und der uns fressen will. So. Oh, sind wir lahm. Wir müssen das dringend in unsere Öfen packen. Dann geht's weiter ins Erkunden, würde ich sagen. Gibt's hier Bolas eigentlich? Gute Frage. Also gut, in einen Ofen kommt das Zeug. Hallo? Hä? Jetzt geht's? Hä, okay. Und dann alles herstellen. Genau. Okay, die Öfen habe ich jetzt hoffentlich ein bisschen besser verstanden. Genau. Feuer anzünden, alles herstellen hier. Wir machen massig Glas, dass wir hier ordentlich weitermachen können. So. Das soll es dann hiermit gewesen sein. Ich hoffe, dass es dann bald Tag wird. Ich habe keine Lust, ganze Zeit hier im Dunkeln rumzulaufen. So, das können wir auch mal ablegen eigentlich. Speere lassen wir mal. Wir hatten doch irgendwo ein Lagerfeuer, sicher. Nö. Haben wir nicht. Dann kommt jetzt hier noch ein Lagerfeuer dann gleich hin. Was kostet denn ein Lagerfeuer? Hier. Holz und Feuerstein, das was wir abgelegt haben. Schön. So. Hier Feuerstein und Holz. Danke. So. Dann ein Lagerfeuer. Und zack, wir haben das Lagerfeuer. Da werden wir jetzt ordentlich, ja, ordentlich hier Feuer anzünden, alles Fleisch mal braten. Fell haben wir auch gekriegt, schön. Oh, wir haben auch wieder ein Level up. Ich will jetzt noch mal weiter auf Gewicht gehen. Gewicht ist wichtig, wie wir gemerkt haben. Und gab es nicht irgendwelche Pfeile, die wir machen konnten zum Zähmen? Wie ein Arc? Sowas wie Betäubungspfeile? Hier, Betäubungspfeile. Nagobeere plus Pfeil. Ah, die machen wir im Inventar. Oh, Brandpfeil. Das lernen wir einfach mal. Ach, hier gibt es die Wasserleitung. Carbonemes-Sattel. Dornendrache. Und Ichthyosaurus. Also Thorny Dragon aus der Wüste. Und hier hinten gibt es dann nur ganz, ganz viele Skins und so. Und doch noch andere Sachen. Dino-Tracker und so. Futtertopf, Futtertrog, Dodo-Nest. Kompostbehälter, Betäubungstrank. Okay. Blutstillender Trank und Krafttrank. Teppiche. So, Ah, hier sind wieder Strukturen und so.
Bei Industrie können wir nichts herstellen, wie es aussieht. Ich würde gerne alles nach hier Level irgendwie sortieren. Geht das irgendwie? Nö, anscheinend nicht wirklich. Oder? Nach hier, nach Level. Perfekt. Da haben wir doch das, was wir brauchen. Ah, ein Schwertständer, Kupfertor, Kupferkessel, Kupferspeer. Oh man, gibt massig Zeug hier. Magie. Mini-Arc-Transmission. Okay, cool. Und das ist Architektenzeug. Aber das brauchen wir jetzt gerade nicht so dringend bisher. Level 30 bräuchte man für die Magie-Werkbank und sowas. Oh, ich habe ja schon wieder ein Level abgekriegt. Wann denn das? Hier, Gewicht nochmal. Und ist, glaube ich, Tag draußen geworden. Was nochmal sehr schön ist. Nee, ich wollte auf die 8 gehen. Jetzt wird's gerade Tag, merke ich. So, aber wir wollen uns jetzt nochmal erstmal den Rest der Rüstung noch machen. Hier. Zack. So, dann haben wir jetzt die komplette Kupferrüstung gemacht. Ja, der Kupferhelm. Den Patchy-Sattel können wir auch nochmal wegtun. Den brauchen wir jetzt auch gerade nicht dringend. Kupfer auch nicht. Ein bisschen Holz. Das brauchen wir auch nicht. So. Dann werden wir, glaube ich, nochmal ein bisschen farmen gehen, um Pfeile herzustellen. Was braucht man nochmal für Pfeile? Wir brauchten Holz und Feuerstein. Oh, schon wieder ein Dilo erlegt. Aber ich möchte nicht jedes Mal beim Dilo jetzt das Zeug abbauen. Oh, Baumsetzlinge gekriegt. Oder Seeds jedenfalls für Bäume. Das ist ja schön. Also das gefällt mir, dass man jetzt hier auch Bäume pflanzen kann. Konnte man, glaube ich, vorher noch nicht in PixArk. In der ersten Staffel, als wir es gespielt hatten. Deswegen ist das schon was sehr Besonderes, würde ich sagen. So, wir nehmen mal noch ganz viel Feuerstein mit. So, und jetzt will ich mir Pfeile bauen. Pfeile ohne Ende. Wir bauen Pfeile ohne Ende. So, 20 davon können wir auch machen. Wo ist denn eigentlich die Armbrust drunter? Oder sowas? Ah, hier. Level 35 können wir aus der Armbrust bauen. Okay, schade. Den Bogen haben wir aber schon erlernt. Hier. Bräuchte mal ein Leder. Oh, na gut. Klopfen wir mal kurz auf das Teil hier drauf. Bis wir ein Leder haben. Da. Und wir haben sogar nochmal hier Level up. Jetzt sind wir Level 30 schon. Ein Erzdetektor. Oh, da gerade angezeigt. So, Bogen. Nehmen wir doch mal einen Bogen mit, statt hier so einer Steinschleuder. Warte. Ich will jetzt aber auch die Betäubungspfeile, wenn dann da haben. Oh, ich hoffe mal, der Hohlfisch ist nicht aggressiv. Aber wie es scheint, ist der nicht aggressiv. So, was sind das eigentlich für Pflanzen, die hier ganz da drüben stehen? Sind das was Besonderes?
Ich habe nicht das Gefühl, dass sie was Besonderes wären. Das sind einfach nur, ja, Pflanzen. Wie die, also wie jede kleinen Büsche hier und alles, die Beeren geben einfach nur und Fasern. So, stelle ich mich mal hier drüben jetzt hin. Und das war's dann jetzt auch, würde ich erstmal sagen, mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. In der nächsten Folge werden wir nochmal ein bisschen erkunden gehen, in diese Richtung hier. Mal schauen, was wir Schönes finden, so. Können ja vielleicht mal was Neues zähmen mit den ganzen Pfeilen, die ich ja jetzt gekriegt habe. Naja gut, dann hoffe ich, euch hat diese Folge gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!